Hallo ihr Lieben, heute mal ein Video von mir zu Hause. Und zwar habe ich heute auf dem Hundespaziergang, also wir haben ja heute den 1. Januar, allen, die daran, die das feiern, die diesen Jahreskreislauf noch leben, wünsche ich ein wundervolles neues 2019. Ich habe heute bei dem Hundespaziergang gemerkt, normalerweise genieße ich immer den 1. Januar, weil es eine komplette Stille ist, weil wie die Welt, als ob die Welt stillsteht. Es ist nichts zu hören im Außen, gar nichts, außer halt die natürlichen Geräusche, also Vogelgezwitscher oder was auch immer. Aber es ist, als ob kein Mensch da wäre. Heute war es nicht so. Heute, ich hatte mich schon total darauf gefreut, aber ich bin gestern Abend so spät ins Bett gegangen, dass ich nicht früh genug aufgestanden bin. Ich bin, glaube ich, die letzten Jahre dann auch immer um 8 Uhr rausgegangen, so bei Sonnenaufgang. Das habe ich heute nicht geschafft. Ich war erst um 9 oder um halb 10 draußen und ich habe eine totale Unruhe gespürt. Also nicht nur, also nicht in mir, sondern im Außen. Und ich habe dann gedacht, huch, das ist ganz anders als sonst. Und ich hatte plötzlich die Tarotkarten im Kopf, der Turm, also die sich damit auskennen, also das Chaos, der Turm und Unruhe einfach. Und ich habe so gedacht, boah, ich muss jetzt, wenn ich heimkomme, ziehe ich ein paar Karten. Also ich bin jetzt auch noch ungeduscht und ungewaschen und eigentlich noch nicht so richtig wach. Deswegen sehe ich total zerzaust aus. Aber ich möchte jetzt diese, ich habe von einigen Kartendecks Karten gezogen. Ich lege die gleich aus und dann drehe ich, dann mache ich die Kamera um und drehe halt und zeige euch die Karten. Also dann seht ihr mich nicht mehr. Ich bin heute eh nicht so ansehnlich. Und dann werde ich, es ist echt spannend, was dabei rauskam. Ich glaube, das wird ein unruhiges Jahr, kann ich schon mal sagen. Aber im Sinne vom, also jetzt kein absolutes Chaos oder so, sondern es gibt ein unruhiges Jahr, ein Chaos, was Ordnung schafft, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Okay, also ich mache jetzt Stopp und dann werde ich die Karten auslegen und werde, also ich habe das ganz intuitiv gemacht. Ich habe auch die Karten, die ich lese, also die Orakelkarten, die lese ich immer, also da nehme ich meistens gar kein Buch für. Ich habe meistens Karten, die mich energetisch ansprechen, also die halt durch die Bilder eben sprechen. Auf die Texte, ich brauche vielleicht noch ein Stichwort, aber auf die Texte im Buch, also nur wenn ich halt überhaupt nicht weiter weiß. Ne? Und die Tarotkarten, die ich noch gezogen habe und auch Lenormand-Karten, die, ja, die deute ich, die weiß ich halt die Bedeutung. Ne? Also die, aber ich, es ist ein totales Gemisch und ich werde auch der Reihenfolge, wie ich es gezogen habe, werde ich das dann auch lesen. Okay, jetzt habe ich schon 3 Minuten gequatscht. Ich will ja gar nicht so einen langen Film machen. Also bis gleich, ne? Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist jetzt also die Legung. Also die Karten, die ich intuitiv gezogen habe, sind viele geworden. Aber man kann es auch ganz kurz machen. Und zwar fing es schon gestern Abend an. Da hatte ich das Gefühl, ich muss mal wieder mein Wildwood-Tarot in die Hände nehmen. Liebe ich so, das muss ich manchmal einfach fühlen und die Energie wahrnehmen. Und das ist das Wildwood-Tarot hier. Ich liebe das. Und das sind alle Decks, die ich jetzt auch verwendet habe. Und das waren die beiden, das sind dann die beiden Karten rausgefallen. Und ich dachte, das wären meine Karten, also für mich. Aber heute wusste ich, dass es eben für diese, ja, dass es eben das ist, was ich euch heute mitteilen will, zum Jahr 2019, was ich eben intuitiv beim Hundespaziergang so gefühlt habe. Und es ist spannend, es geht wirklich um Umbruch und es geht um Neuanfang und es geht um Eigeninitiative, es geht um Vertrauen und um Gelassenheit, seine Vision zu materialisieren. Und es geht auch um Chaos, was sowohl äußeres als auch inneres Chaos ist. Das habe ich heute Morgen ja schon gespürt. Aber es ist nicht negativ, weil alles eigentlich in Frieden und in Ruhe stattfindet. Und diese beiden Karten, also die Karte hier bedeutet, dass das ist das, wird es auch scharf? Nee. Also das ist das Ass der Steine. Da ist es. Das nennt sich das Fundament des Lebens und die bedeutet, dass eben was Neues initiiert wird, was
in die materielle Welt getragen wird, was eben auch dein Leben neu gestaltet und eine neue Basis gibt. Und das wird noch unterlegt mit dieser Karte, die nennt sich Wiedergeburt, das ist der Acht der Gefäße. Und das Gefäß, was man da sieht, das große bist du sozusagen, es fließt immer was hinein und es fließt aber auch immer was hinaus. Das heißt, du machst deine Erfahrungen, du machst Fehler, du machst wahrscheinlich auch negative Erfahrungen, die für dich Dramen sind oder was auch immer, aber du schöpfst aus diesen Erfahrungen natürlich dein Wissen, deine Weisheit und du lernst dadurch und kannst das wieder rausfließen lassen für andere, aber auch für dein eigenes Handeln, was letztendlich ja wieder diese Karte bedeutet, ne? Also, und deswegen Wiedergeburt, weil alles, was bei dir stirbt durch irgendein Drama oder durch irgendwas, was du erfahren hast, was nicht so toll ist, wird wiedergeboren in was Neues. Und das wird eigentlich auch mit dieser Karte nochmal untermalt. Das ist die Reise. Das ist im normalen Tarot, also im traditionellen Tarot, der Tod. Und das bedeutet auch immer Neuanfang oder was Altes abschließen. Es wird was Altes, es wird was beendet, das wird losgelassen und man kann dann eine neue Reise antreten. Ne? Es wird was bereinigt auch. Ja, es geht tatsächlich um eine Reinigung, um einen Neubeginn. Wird wirklich mit fast jeder Karte hier wieder gespiegelt. Dann haben wir hier noch die Liebenden, was ich total schön finde. Und die tauchen auch im gesamten Deck nochmal öfters auf, das Thema Liebe. Und ich glaube, in diesem Jahr, und das habe ich auch schon vorgestern gefühlt, da habe ich schon gedacht, ich mache einen Blogartikel, aber ich hatte nicht die Muse dazu zu schreiben. Der kommt wahrscheinlich noch. Ich glaube, es finden sich auch immer mehr Seelenverwandte und die sich eben vereinigen, wie auch immer, ob es nur eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung. Und es ist ganz wichtig, dass die sich vereinen, weil das dann noch mehr, diese Vereinigung der Seelenverbindungen trägt noch mehr die Liebe nach außen. Und wenn man sie natürlich, das kommt dazu, bewusst im Sinne von achtsam lebt und gewahr und dem eigentlichen Sinn dieser Beziehung oder dieser Verbindung gewahr ist, ne? Und dann wird diese Liebe mit einer Kraft nach außen getragen und die verändert viel. Die verändert von sich aus. Man muss gar nichts mehr machen. Das ist sowohl die innere Liebe, die man selber entwickelt im Laufe der Zeit, wenn man an sich arbeitet, als auch die Liebe, die man mit jemandem teilt. Und das hat so eine große Kraft. Also ich glaube, dieses Jahr passiert wirklich was in Anführungsstrichen Größeres. Es muss jetzt nicht die Explosion sein oder der Weltuntergang oder das große Gericht oder wie sich das alles, ach, ich weiß gar nicht, wie das alles bei einigen Spirituellen genannt wird, aber es passiert irgendwas, also in uns auch und natürlich dann auch im Außen, was erstmal unschön ist. Und da kommt die Chaoskarte und die habe ich heute ja, genau diese aus diesem Deck habe ich heute beim Spaziergang schon gesehen. Das ist im traditionellen Deck der Turm und der bedeutet einfach, dass das, was zusammenstürzt, das, was wirklich ganz plötzlich zusammenstürzt, meistens ist es im Äußeren, also es ist ein äußeres Event, also eine äußere Situation, das kann in deinem Leben sein, das kann aber auch tatsächlich weltweit sein. Ich will da jetzt irgendwie nicht jetzt global reden, aber es kann bei jedem Einzelnen was zusammenstürzen, was dann letztendlich auch dann das Gesamte zusammenstürzt. So ist es ja auch normalerweise. Und daraus entwickelt sich aber wieder was Neues. Ein Zusammensturz in dem Sinne ist auch aus dem Chaos kann sich wieder was Neues ordnen. Ich habe mir dazu auch eine Notiz gemacht, da muss ich gerade mal gucken. Ja, es fallen alte Werte ab und die Mauern fallen, also die inneren wie die äußeren. Also ich, ja, und daraus kann, wie bei einem Vulkanausbruch im Endeffekt, der erstmal zerstört, aber daraus die Lava, die lässt ja wieder Neues entstehen, ne? Neues erblühen. Und ja, das wird aber noch mit unterlegt mit dem Schamanen. Das ist übrigens aus meinem Vision Quest Deck.
Und das ist im ursprünglichen Tarot der Hohepriester, den ich eigentlich relativ furchtbar finde im ursprünglich, also im traditionellen Tarot. Und mit der Urmutter, was die Herrscherin ist im traditionellen Tarot. Und diese beiden Karten, die erzählen von dir, also von jedem Einzelnen. Und zwar geht es darum, beim Schamanen sein inneres Wissen zu erkennen, sich neu zu, wirklich sein Seelenselbst zu erkennen, es wahrzunehmen und es auch zu leben in Verbindung, also das Menschsein in Verbindung mit dem Seelensein und dem Hören, was da ist, mit der Quelle, wie auch immer man es nennen will, zu leben. Und eben die Urmutter bringt es dann in die Welt, sozusagen. Ne? Also dass die Verbindung da ist zur Urquelle und zum Irdischen, zum Menschsein. Das wird, glaube ich, vielen in diesem Jahr passieren. Entweder durch ein äußeres Event, wo alles zusammenstürzt, es kann eine Krankheit sein, es kann ein ganz schlimmes Drama sein, oder vielleicht passiert es auch innerlich einfach so. Also das ist total stimmig hier. Dann habe ich aus dem Deck, sorry, ich muss mal meine, aus dem Orakeldeck, wie heißt Gaia von, ach, ich kann den Namen nicht aussprechen, Toni Salerno, das liebe ich auch. Den Flame Tree gezogen. Der Start, the start of something new. Also es beginnt etwas Neues und dieser Flame Tree, der erinnert mich ein bisschen an die Chaoskarte hier, die ich eben gezogen, also die ich eben gezeigt hatte. Also es, ja, es ist was in Flammen. Ich brauche dazu gar nichts sagen, aber es beginnt was Neues. Nur wenn was zusammenstürzen kann, wenn was zusammenbrechen kann, kann auch was Neues entstehen. Nur wenn man was loslässt, wie hier diese Karte, wenn was beendet ist, kann was Neues entstehen. Da haben wir hier wieder die Wiedergeburt. Es ist ein einziger Zusammenhang. Dann habe ich aus dem, wie heißt das noch? Ah, es fällt alles runter. Entfalte dein Selbstdeck, habe ich die Vision gezogen. Ist auch ein total schönes Deck mit Schmetterlingen. Und da steht, materielle Umsetzung braucht konkrete Schritte. Also hier geht es auch wieder um die Umsetzung ins Irdische von dem, was wir als Visionen haben. Das hatten wir ja hier oben auch schon. Dann habe ich aus einem sehr energetischen Engelsdeck, ich arbeite normalerweise nicht mit der Engelenergie, aber ich liebe dieses Deck, weil die Energie einfach so schön ist und das sind für mich jetzt nicht die Engel, sondern die Energie der Gelassenheit sozusagen. Ne? Und da habe ich die Karte Gelassenheit gezogen und guckt euch mal diese energetische Karte an. Da ist einerseits ganz viel, es fällt mir nur das spanische Wort ein, Bewegung drin, aber andererseits auch eine absolute, hier eine absolute Gelassenheit, hier ist Bewegung, hier ist Gelassenheit. In Panik auszubrechen, weil jetzt irgendwas zusammenbricht, sei es jetzt im Außen oder im Inneren, ist in dem Moment nicht angesagt. Bleibt gelassen, vertraut. Es fügt sich alles, es ordnet sich alles, wenn ihr achtsam und gewahrsam damit umgeht und bei euch bleibt, dann fügt sich alles und ins Handeln kommt, wenn es angesagt ist zu handeln. Da sind wir ja wieder hier oben. Und dann habe ich noch die Geborgenheit gezogen. Guck mal, wie schön die ist. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Gebärmutter. Was jeder hat ja eine andere Assoziation. Und das geht auch wieder konform mit der Urmutter, weil die Urmutter, die bedeutet auch Geborgenheit. Ne? Unter anderem. Also wenn ihr in der Gelassenheit bleibt, dann ist alles gut, dann seid ihr geborgen, dann seid ihr geschützt, dann guck mal hier, es ist ja ein, also für mich ist es die Gebärmutter und die ist nicht nur Geborgenheit, sondern man ist da auch geschützt, man ist da genährt, man ist, ja, und wenn ich davon ausgehe, dass es die Gebärmutter ist, wird man ja irgendwann auch wieder neu geboren, aber das ist jetzt meine eigene Interpretation und dann sind wir da oben wieder bei der Wiedergeburt. Fällt mir gerade so ein. Ganz intuitiv.
Ach, ich habe eine wichtige Karte vergessen. Oh, war ja, wie mache ich das jetzt? Weil das war nämlich auch noch mal spannend. Ich weiß gar nicht, wann ich die gezogen habe, weil ich wollte es der Reihe nach machen. Und zwar war das die von der Universal Love. Die lege ich jetzt mal hier hin. Und zwar Tantric Union, die tantrische Vereinigung. Und das fand ich spannend. Ich habe erst gedacht, huch, was hat diese Karte jetzt hier zu verloren? Ich glaube, ich habe die nach denen hier gezogen. Aber die macht Sinn, weil da geht es um eine, da sind wir ja wieder hier bei der Vereinigung, ne? Es kann sowohl eine Liebesvereinigung sein, als auch wirklich die Liebe nach außen tragen. Aber hier spiegelt es wirklich eine Liebesverbindung wider. Und es geht darum, die Sexualität nicht mehr nur irdisch zu leben, also körperlich, sondern auch energetisch und göttlich. Und ich kann dazu einiges sagen. Ich werde dazu auch noch mal einen Film machen, weil ich habe ja eine Seelenverbindung mit jemandem, der nicht irdisch, der schon irdisch da ist, aber weit weg, der ein komplett anderes Leben wie ich lebt, der wahrscheinlich noch nicht mal weiß, dass ich existiere. Aber mit ihm habe ich eine Seelenverbindung, mit ihm treffe ich mich auf energetischer Ebene und ich habe mit ihm auch mich energetisch schon ja, körperlich ausgetauscht, sagen wir es mal so. Und es ist ein ganz anderes Ding. Ich habe noch nie Tantra gemacht, aber die Leute, die Tantra gemacht haben, die wissen, von was ich rede. Es geht viel tiefer als der rein körperliche Austausch. Und ich glaube, dass das auch noch mal, das spiegelt auch ein bisschen der Schamane wider, der ja auch sagt, du sollst dein höheres Selbst, finde ich blöd zu sagen, aber deine Seele anzapfen, konnektieren, nicht anzapfen. Und das Energetische, das Geistige. Und ja, also die Karten sagen für mich wirklich, dass in diesem Jahr, dass jeder sein Seelenselbst erkennen soll. Und das Seelenselbst ist ja auch ätherisch, energetisch. Und dann kann man auch das Sexuelle auf eine ganz andere Art und Weise leben. Und das, ich sag's euch, das macht dann nochmal echt einen Knall. Das ist ganz anders, wie wenn du einen körperlichen Austausch hast. Und wenn du das energetische, sexuelle, sage ich jetzt mal, das tantrische, das göttliche nochmal verbindest mit dem körperlichen, dann ist es ein Halleluja. Und es hat dann auch noch eine heilende Energie. Weil die irdische Sexualität, wie sie manchmal gelebt wird, hat für mich teilweise eine zerstörerische Energie. Aber wenn du sie wirklich göttlich lebst, wenn du sie wirklich energetisch auch lebst und körperlich, dann hat es eine sehr heilende Energie. Ja, und ich mache gleich nochmal weiter. Ich habe dann aus dem ganz traditionellen Deck, ich habe leider nur noch ein traditionelles, ich muss mir jetzt wieder neue kaufen, ich habe ja vor, wieder Kartenlegungen zu machen, kam auch eine Liebeskarte, das ist die zwei der Kelche, in Zusammenhang mit der Acht der Münzen, die sagt aus, dass man noch arbeiten muss ein bisschen, um eben, man muss noch ein bisschen was erledigen. Er hat schon einiges gearbeitet hier, ne? Da sind schon sechs Münzen, die er erstellt hat, aber an einer arbeitet er noch und eine liegt noch da. Also es liegt noch ein bisschen Arbeit an, ich nehme jetzt diese Liebesverbindung nicht nur für die partnerschaftliche Liebe, sondern auch für die Selbstliebe. Ne, es geht ja auch um die Selbstliebe. Es ist noch ein bisschen zu arbeiten, aber man hat schon ganz viel geschaffen, um eben in diese Liebe zu kommen, in diese göttliche Liebe. Die göttliche mag ich nicht sagen, in die kosmische Liebe, weil das ist für mich auch kosmische Liebe hier, die Tantric Union. Es geht bei allen Verbindungen, die wir jetzt erfahren, auch um das Kosmische, um die Urquelle, um die göttliche Liebe. Und ja, das ist auch dieses Jahr angesagt eben. Und dann haben wir hier noch die Lenormand-Karten. Ich kann es gar nicht aussprechen.
Es sind eigentlich, also die werden nicht interpretiert, die haben ganz klare Aussagen. Der Storch ist eine positive Veränderung, das Kind ist ein Neubeginn oder auch, dass man eben spielerischer und kindlicher umgeht und mit seinem Leben, und das ist einfach nur die Kraft. Und es findet eine Veränderung statt, die eben, wo man eben auch vielleicht mal sein inneres Kind noch mehr lebt, seine spielerische Art, seine Gelassenheit. Ein Kind ist ja viel gelassener als ein Erwachsener, aber auch in seine Kraft kommt. Das ist nochmal so die Basis für mich von allem. Also, dieses Jahr, glaube ich, passiert einiges. Es ist viel in Aufruhr. Das war ja das, was ich heute Morgen auch wahrgenommen habe. Und die Hunde haben es gestern Nacht schon. Also die Hunde sind für mich immer ein Indikator, wenn was in Unruhe ist. Aber es ist nicht negativ zu werden. Alles, was jetzt in diesem Jahr passiert, ist dafür da, damit du dein Selbst, dein Seelenselbst leben kannst, damit du deine Seele entdeckst, damit du das leben kannst, was du wirklich aus dem Herzen heraus leben möchtest und solltest. Und dann wird auch alles gelassener. Ja, da ist ja wieder diese gelassene Karte. Dann muss man sich nicht mehr über alles aufregen, weil es kommt ja aus einem heraus. Und ja, also natürlich musst du auch handeln, solltest du auch handeln, alles in die materielle Welt auch bringen, was du jetzt innerlich dir erarbeitest. Hier sind wir bei der Erarbeitung. Also, es geht darum, wirklich dein Seelensein zu erkennen und zu leben und dich zu getrauen, du selbst zu sein, dich wahrhaftig zu leben, deine Liebe nach außen zu tragen, die du in dir hast. Und dann werden sich auch einige Verbindungen, ich glaube, viele Menschen werden sich finden. Und ich hoffe, dass sie dann bitte ihre Sexualität tantrisch leben. Weil es dann wirklich eine heilende Energie ist. So. Ja, das ist das, was ich heute euch sagen wollte. Es sind jetzt gleich 20 Minuten. Ich denke, es ist genug. Ich wünsche euch alles Liebe für diese neue Zeit, die jetzt anbricht. Und wenn ihr Unterstützung braucht, ihr dürft mich gerne kontaktieren. Ich mache ja Beratungen. Ich mache auch jetzt seit diesem Jahr mache ich Kartenlegungen. Und mit verschiedenen Decks, Tarot und Orakel und auch Lenormand, das habe ich wieder neu entdeckt. Ja, also, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Euch alles Liebe, tschüss.